Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Ich habe ein bisschen die Weiten des Internets, die Weiten von YouTube zu forsten und bin auf einen YouTube-Clip gestoßen, der ganz konkret ja fast 10 Minuten geht und der behauptet, Super Mario Bros. Wonder Gameplay von der Gamescom 2023 zu hätten. Ein paar Minuten reingesaut, festgestellt, ja, das ist wirklich Gameplay. Ich bezweifle es aber, dass es von der Gamescom 23, beziehungsweise ich kann mit Sicherheit sagen, dass es nicht von der Gamescom ist, logen, weil nämlich Super Mario Bros. Wonder nicht auf der diesjährigen Gamescom anspielbar war. Das weiß ich von Pressemitteilungen, das weiß ich aber auch wirklich, weil ich mit den Leuten von Nintendo in den Mitteilen gesprochen habe und die haben versichert, Super Mario Bros. Wonder gibt es nicht zum Anspielen, weil es zu dem Zeitpunkt, wo Gamescom war, noch keine Demos gab. Was es aber gibt, liebe Leute, ist derzeit ein Nintendo-Event in den USA im Rahmen einer Messe, so viel ich weiß. Ich glaube, es sind sogar mehrere Messen gerade am Laufen, aber irgendwie hat Nintendo auch ein eigenes Event, wo die auch derzeit die Nintendo Lives Sachen machen, wo auch in dem Rahmen das Treehouse vorkam und wo dann eben auch so andere Turniere, wie das zum Beispiel Splatoon Championship und sowas, ein paar Livestreams waren. Ich kann es euch im Magazin zeigen, was das ist und dann ziehen wir uns direkt hier das Gameplay rein. Das war nämlich, also ich verlinke euch das natürlich auch in der Videobeschreibung, das Gameplay, was noch das anzuhören werden ist, von dem Kanal PPE, der heißt ein PL, der man eben Super Mario Bros. Wonder Gameplay Gamescom 2023. So, was er wie gesagt zumal einfach nicht sein kann. Und wenn wir jetzt einfach mal bei Nintendo of America schauen, dann sehen wir nämlich, dass die derzeit eine Messe haben und dort gibt es relativ viel so an Championship-Sips und so weiter. Nintendo Live 23 heißt das Ding. Wir schauen mal da nun mal ganz kurz mal rein. Das ist bei denen beispielsweise hier der Tag 1. Das hofft man, hört mir noch einigermaßen. Das ist eben was ganz Eigenes, was dann Seattle machen. Ich habe das eine eigene kleine Messe, wenn man so will. Und hier kann man es mal sehen. Die haben einen riesengroßen Super Mario Bros. Wonder Stand. Das haben, glaube ich, viele gar nicht mehr aus dem Schirm, dass sowas da eben in Amerika das existiert. Und ich finde allein schon mal, das ist richtig, richtig wild gemacht. Wieso gab es das nicht so auf der Gamescom? Man weiß es nicht. Und die haben eben nicht nur so einen coolen Stunt von Super Mario Bros. Wonder, sondern wie man, jetzt habe ich es falsch hingeschaltet, hier auch sehen kann, man kann dort dieses Game eben auch anspielen. Heißt, da existiert eine Demo. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Demo, die mir jetzt im Internet geleakt wurde, weiß nicht, ob die von intern oder von was auch immer die kam, aber diese Demo kam nicht von der Gamescom, sondern wenn du mich fragst, kamen die daher. Weil da haben nämlich Leute eben die Möglichkeit, das Game anzuspielen. Generell sieht das hier voll cool aus. Die haben aber ein bisschen auch, wenn man mal schaut, die haben hier einfach den Elefanten. Hier kann man, ich tue immer an die falsche Stelle, die kann man sehen, haben die nachgebaut. Das ist mega wild. Die haben aber auch, zumindest war mein Eindruck, auch ein paar Sachen einfach kopiert. Da war da noch ein Konzert, aber eigentlich dachte ich, die hätten auch noch die anderen, ein paar andere Sachen gezeigt, aber kam das glaube ich nicht hier. Naja, so aus jeden Fall haben die da so einen fetten Stand, aber die haben da eben auch Turniere. Wenn wir jetzt mal auf live gehen, können wir eben sehen, dass das zum Beispiel gestern das Splatoon Championship war. Keine Angst, das haben wir uns nicht an. Aber die hatten eben auch so Turniere gehabt, ne? Und ich wollte eigentlich nur auf eine Sache hinaus, nämlich auf das Intro von denen. Weil da kommt man nämlich, zeigen die nämlich ein bisschen auch den Stand und da wollte ich euch eigentlich noch eine Sache zeigen. Bevor es dann direkt gleich zum Gameplay gehen, ich markiere das unten auch, aber auf welches Stelle ihr springen müsst, wenn ihr nur das Gameplay sehen wollt. Ist halt ein bisschen kompliziert, das hier genau die richtige Stelle herauszufinden. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Hier, die haben auch ein bisschen Animal Crossing nachgemacht. Und dort, wo die Moderatoren hier nämlich gerade sitzen. Ich bekomme das, glaube ich, nicht genau auf die Stelle gespürt. Die haben auch einen richtig krass wilden großen Zelda-Stand. Ich habe gehofft, dass das hier ein Intro kommt. Aber wurscht, die haben da auch einen riesengroßen Zelda-Stand da hinten. Also das ist mega, mega wild. Vielleicht kann ich es auch immer mal in anderen Videos zeigen. Oder das ein bisschen mal mit dem Mario Kart. Weil da habe ich es nämlich auf jeden Fall drinne gesehen. Hier, jawohl, hier kann man auch einigermaßen gut zurückspulen. So. Andi, der Vater für die Timestamps überhaupt nicht mehr übereinstimmen. Sehr schön. So, ich glaube, ich habe es aber tatsächlich gefunden. Halt auch doch nicht. Ah, jetzt hat gleich.
So, wir sind jetzt bei 9. Jetzt spule ich mal ein kleines bisschen vor. Jetzt sehen wir nämlich gleich ein bisschen so das Intro und da sehen wir nämlich, das ist das, was eigentlich in erster Linie mal hinaus wollte. Damit ihr aber mal Eindruck bekommt, von welcher Nintendo Seattle Event wir hier halten, reden so. Das heißt, im Nintendo Live Seattle, wenn man das schon sehen kann, ich glaube, das ist nur für Nintendo gemacht, das Event. Eigene Messe. Und da Pikmin 4 und hier, das meine ich. Jetzt hat man es klar gerade gesehen, die haben jetzt auch einen Animal Crossing Horizons Stand, wird dann ein bisschen der Gamescom geklaut. Und das zeigen eben verschiedene Games, haben auch Konzerte, da kann man bei Smash Bros. Anspielen. Aber man kann Mario Kart kann man da anspielen, hier kann man halt gut sehen, was man bei der Messe machen kann. Und da haben die eben auch so Championships-Turniere, da ist ein riesen Bowser aus Lego nachgebaut. Es ist so mega, mega, was hier alles los ist. Hier sieht man mal, wie die Hallen aufgebaut sind. Dort finden eben die Tournaments statt, aber auf die weil ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Und auf jeden Fall meinst du in diesem Rahmen auch das Super Mario Bros. Wonder Gameplay entstanden ist, liebe Leute, das, was wir uns jetzt hier eben reinziehen werden. So, meine Fähigkeit war noch ein bisschen groß. Ich glaube, man konnte es aber trotzdem einigermaßen im Hintergrund sehen. Ich hoffe zumindest, das mache ich bei der Fähigkeit auch mal kleiner und das fangen wir dann auch mal an mit dem Super Mario Bros. Wonder Gameplay. Deswegen, weshalb wir eigentlich überhaupt alle hier sind. Und ich glaube eben, wie gesagt, dass es daher kommt. Das ist aber nur meine bescheidene Meinung. Das Gameplay kam so ins Internet, die 10 Minuten, ohne Commentary, ohne sonst was, einfach direkt gecaptured von der Konsole. Wir fangen an mit Welcome to the Flower Kingdom. An dieser Stelle, Leute, sei gesagt, Achtung, Spoiler, okay? Ich sag's jetzt nochmal, wenn ihr keinen Bock auf Spoiler habt, haltet jetzt noch ab, wo man so sieht, was ihr schon kennt. Ja, hier werden Sachen drin sein, die man im Internet noch nicht so direkt kennt, weil es einfach direkt Gameplay von der Demo ist und ich erst hoffe, dass es so in der Form auch mal spielen kann. Also, nochmal, ich zeige euch nur das, was nur hochgeladen wurde. Ich habe damit nichts zu tun, ich reagiere nur drauf, was auf YouTube ist, was auch mal ein gutes Rest ist, so. Und, keine Ahnung, wo diese Demo herkommt, was es damit auf sich hat, ich reagiere nur drauf. Und wollte sie auch zeigen. Aber es haft für nichts. So, und das sind Sachen, die kennt man nämlich auch so ein tatsächlich aus dem Treehouse. Das ist eben das erste Level vermutlich, was man noch spielen kann. Wo man eben, wenn man diese Wonders sieht, die sie sammelt, der hat man auch im Treehouse gesehen. Kommt man nämlich in diesen LSD-Modus da rein, den man auch so schön nicht gleich sehen kann. Wo die Röhren dann so... Obwohl auch die eine für eine Münze ist straight immer so, wenn die irgendwie eine Münze sowas random da lassen, ey. Ja, keine Ahnung, wo das Gameplay konkret herkommt. Und auch immer, irgendwann jetzt hat man eben die andere Wonderseed gefunden, also Wundersamen quasi, und dann geht das Level wieder normal. Das war auch mal das erste Level hier zum Ausprobieren, ne? Wenn wir seine Fahrt machen, da hat man es halt geschafft und dann bekommt man eben als, dafür, dass man Level beendet hat, immer wieder halt so Wonderseed. Die muss man ja auch sammeln, weil die muss man, braucht man später, um Level eben geisteshalten. Das Ding hört sich an wie ein Toad. So, jetzt geht's schon in ein anderes Level weiter. Scram. Skiradalas heißt das. Ich glaube, den Kandidat haben wir aber auch schon in der Treehouse gesehen. Okay, jetzt sind auch Online-Leute noch dabei. Das war nämlich das Interessante. Einmal, dass die Saaten mitbringen. Einmal, dass man da so Pappaufsteller erstellen kann, die eben einen dann retten, sollte man mal verrecken. Retten können, wenn man rechtzeitig so einen Aufsteller davor aufstellt. Oder diese Online-Leute eben. Okay, jetzt sind wir tot. Also da wird doch zusammengeschnitten. Also, wie gesagt, es geht nur darum, dass... Ah, jetzt ist es sogar mit mehreren Leuten. Es geht nur darum, dass... dass es alles einfach mal, das Gameplay hat zeigt, weil es einfach schön ist, das Gameplay zu sehen. Und ich einfach darauf aufmerksam machen wollte, dass es existiert. Aber wie gesagt, ich einfach mal sagen wollte, dass es meiner Meinung nach nicht wieder Gameshow kommt, ne? Es ist ja offensichtlich erst das Gameplay. Ob es nur aus irgendwelchen Trailern zusammengeschnitten ist, was sein könnte, weil es so komisch geschnitten ist, oder einfach wirklich um eine Demo war, ich kann es nicht sagen. Wobei, ja, jetzt ist mal Luigi gestorben. Weil bei, kann da eben ein Aufsteller gehen, das wäre normal. Wobei, ist halt wieder komisch, dass es alles mit der Musik alles flüssig passt.
Ich weiß nicht, vielleicht ist wirklich eine Demo, die irgendwo existiert. Ich kann es nicht sagen. Fuck ist nur, es gab auf der Gamescom leider keine Demo. Ich hätte es gewusst, weil ich hatte eigentlich keine Angst für dieses Game. Aber ich muss halt ein bisschen warten. Lass es auch immer treffen. Das spielt ja noch schon mal weh, das gibt's ja nicht. Ja, aber David, aber so hieß doch ein Typ von denen. Also, das ist ein Trailer oder so. Ein sehr komisch. Ich weiß noch, dass ich meinen Namen, weil es ja auch David heißt, ist dann irgendwie da. Ich weiß nicht, wessen Ursprung die Demo hat. Vielleicht quasi auch wirklich direkt Leaks irgendwie von der Messe da. Ich habe keine Ahnung, wie es am Internet aufgetaucht ist. Egal, wie liest es einfach. So, wieder eine Wunderpflanze. Und jetzt, genau, die, das kennen wir auch ein bisschen aus dem Trailer, werden aus den Viechern nämlich noch mehr. Weil es auch das Stereo Capsa Feed für der Tree aus, ich hab keine Ahnung. Genau, ich hab nochmal die Wanne gesehen und dann, wie gesagt, kommt bei mir so ganz normale Level. Jetzt ist das Bossbild, da so jetzt aus. Jetzt ist toten Elefanten, sagst du denn? Also, ich sag mal, das so kurz von Ende fast lesen ist. So, jetzt kommt die Bats, Silence, Wall Clip, Thump. Ich gab auch verschiedene Silence, wo man so Batses dann quasi bekommen konnte. Einer erfindet eben die Wall Clip Thump. Auch eine kleine Sache, der ist auch schlecht bin, aber ich glaube, die wurde ja damals in der Präsentation nicht von der IC gezeigt. Ja, jetzt hat es mir auch selbst, wenn ich selber so aufstelle, installiert, kann das mal verreckt dann einfach. Okay, jetzt sind wir auf einmal dieser eine unsterbbare Charakter. Ich finde es aber cool, dass mehr Charaktere einfach ausgebildet werden, wobei der es halt hier gerade auch nicht gesessen bekommt. Wobei, ich darf nicht reden, ne? Ich werde mich da auch nicht gerade unbedingt gut anstellen. Jetzt kann man auch weiter nach oben gehen und die holen genau so muss das und dann kann man eben oben auf die Fahne. Sehr interessant, sehr interessant. Okay, das hier kenne ich vielleicht mal noch gar nicht. Das war irgendwie so ein kleines Minigame. Und man also auch, heißt, es gibt offensichtlich auch Minigames, wo man so Wundersamen sammeln kann. Das kennen wir, glaube ich, schon aus dem Trailer, weil da ist nämlich mal jemand unter diesem Block gelandet. Und irgendwann aus dem Treehouse kennen wir diesen Gameplay-fetzten Sun, denke ich. Ja, ich fand damit eigentlich voll cool, einfach mal auf das Gameplay so zu reacten, so. Aber wie gesagt, alles, wenn man Super Mario Bros. Wonder sieht, ist irgendwie cool. Vielleicht ist das halt wirklich aus der Tree aus. Ich habe leider kein Zweitgerät da. Kann man es heute, ob das analog dazu ist, aber es ist einfach wirklich schon dieselbe Demo, die die spielen. Das kann schon sehr gut sein, einfach. Ich mache jetzt hier auch mein zweites iPad, was ich hier habe, für meine Streams zum Anschauen. Jetzt noch miss. Aber das Map Level, das doch, das hatten die auch. Aber die haben auch kommentiert und so weiter, vor allem drüber. Ich glaube, das war einfach generell die Demo, die man dort ausbringt. Anspielte. Nee, ich glaube, das ist wirklich Sinn von anderen, also anderes Gameplay, sag ich mal.
Find's ja cool, dass man eben die Möglichkeit hat, das jetzt zu sehen. Ja, weil das sind ja Sachen, die haben wir glaube ich auch noch nie gesehen, die Figuren und alles. Und zwar wieder eine Wundersamen. Ja, dass man auch ein... Wer gerade gesehen hat, wir waren ja gerade in dem Wundermodus, da konnte man ja auch ein Gruppa sein zum Beispiel. Sehr interessant. Also wie gesagt, ich kann nicht sagen, wo ich ganz daherkomme, ich fand es aber einfach interessant mal zu sehen. Und ich finde, mir geht so jedes Gameplay mehr, was man sieht, umso gehypter wird man einfach aufs Spiel dann. Und freut es dann, wenn es halt letztendlich irgendwann mal das eint, ne? So, und es gibt noch mehr zu sehen. Meistens schön. Ja, mit Pikmin, liebe Leute, geht's dann übrigens am Donnerstag weiter. Weil ich fand es jetzt einfach mal noch ganz wichtig, einfach mal das... Wollte einfach das Gameplay hier noch zeigen. Und das, ja... Also jetzt quasi heute nochmal ein Pikmin-Pal. Pikmin halten wir uns ein bisschen ran, das haben wir dann fertig, bis mal Post Wonder erscheint. Das ist zumindest mein Plan. Okay, das ist wild. Das haben wir auch im Trailer gesehen, dass diese so riesen Luftballons werden. Können aber das Game sein, wirklich Spaß und machen müssen. Jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. So, und das war's. So. Also, da hat's immer schon gespielt. Das wollen wir mal noch nicht sehen. Also ihr seht schon, es wird langsam so ein bisschen voller und ich fand's mal wieder so zum Anfang hier wirklich sehr, sehr interessant, einfach mal diese Demo gesehen zu haben. Einfach mal so sehen, ja, einfach mal nochmal ein paar Ausschnitte aus dem Spiel zu sehen. So. Auch wenn es hier leider keine Demo für uns gibt zum Spiel, konnte man die immerhin sehen. Und wie gesagt, ich fand das, was man da gesehen hat, sehr, sehr interessant und freuen wir uns sehr aufs Spiel. So viel kann man mal quasi da lassen. Eure Meinung, freut euch über Mario Bros. Wonder, befindet ihr es, freut ihr euch drauf, etc. Oder wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wo diese Omniose-Demo herkommen könnte, gerne ab damit in die Kommentare. Wie gesagt, ich wollte euch da nicht vorenthalten, wollt erst die auch sehen, verzeigen. Und in dem Sinne, danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!